so, bis vom Äußeren mein Fall. Leider zählt ja nicht nur das Äußere. Ich habe heute leider keine Mistgabe für dich. Meine Erwartungen, die wurden mehr als übertroffen. Ich habe dann gleich mal die Mädels ein bisschen eingesaugt. Und dann das. Bianca ist wie mein rechter Schuh geworden für mich. Ehe, das riecht so modrig. Und? Wann fängst du an, Eier zu legen? Bin ein bisschen überrumpelt worden. Willkommen zu Bauer sucht Frau. Wir beide wünschen viel Spaß. Ja. Wenn ich mir wirklich was wünschen darf, dann würde ich mir ein Dip-Ei wünschen. Kennt das? Ja, natürlich kennt er das. Das hat er ja schon mal beim Hub gesehen. Wer zuzelt denn auch noch mal so gerne an Eiern rum? Schon länger. Ja, ich hoffe, dass das Ei so gelungen ist. Beim Eierkochen habe ich noch nie so geschwitzt wie heute. Lutz sollte die Eier vielleicht einfach in seiner Achselhöhle kochen. Die haben offensichtlich die richtige Temperatur dafür. Selbst die wirklich krassesten Vegetarier sind an dieser Stelle froh, dass es sich um Frühstückseier handelt. Rinderzüchter Lutz hat auf seinem Hof auch Schweine. Und die werden gerade von Steffi verwöhnt. Bitte lass es Sperma sein. Aber auch auf sie kommt etwas Besonderes zu. Ich hätte noch was vor mit dir. Das ist halt wichtig, dass er schön in der Hand liegt. Keine weiteren Fragen. Als der Lutz vor mir steht mit seinem Kilt, der erotische Gedanke, der ist einfach dabei. So, richtig. Erotisch. Wird's ja eigentlich nur, wenn der Dudelsack länger ist als der Kilt. Lutz trägt natürlich seinen traditionellen Kilt. Vielleicht gibt's ja gleich nochmal Dip-Ei. Zum Eier sage ich nicht nein. Auch bei Rüdiger und Tatjana geht es um frische Eier. Und wann fängst du an, Eier zu legen? Bald. Wenn du ihr deinen Kontoauszug zeigst. Es reicht mit euren Eiern. Ja? Seit wann stehen in Trash-Sendungen eigentlich alle auf Eier? Gut, fast alle. Was sagt denn eigentlich der Rüdiger, wenn er so vor Tatjana steht? Gott sei Dank, war bloß Strohhofen vor uns. Nichts was anderes. Und wie begrüßt unsere Tatjana ihren Rüdiger? Hallo, Freundchen. Hast du neue Sau entdeckt? Das war ja wie Weihnachten für den, ja? Ah, na, hier bei dem Schwein nimmt sie die Hand und beim Rüdiger den Ast. Tatjana, Weihnachten sieht bei Schweinen ehrlich gesagt anders aus. Kartoffelbauer Peter vom Niederrhein hat Alina zur Hofwoche eingeladen. Ich glaube, da steckt doch ein kleiner Gentleman. Sätze, die wohl niemals irgendjemand über Ernesto Monte und Daniela Büchner sagen würde. Ich wiederhole zur Sicherheit, niemals irgendjemand. Sollte jemand jetzt hier ein schlimmes Kopfkino haben, auf meinem Instagram-Kanal gibt's schönen Cat-Content mit Hans und da könnt ihr euch natürlich ein bisschen ablenken. Verlinke ich euch natürlich in der Beschreibung. Hier haben wir die Kaninchen. Oh, Kaninchen, lecker. Und dann zeige ich mir mal meine Küche. Ja, also unser Bauer ist offensichtlich kein Küchenbauer. Ach so, klar ist die Küche noch unbenutzt. Er hat ja auch keine Frau auf dem Hof. Das geht gar nicht, das ist regelwidrig. Wie geht es jetzt weiter? Was passiert jetzt? Gibt's hier Essen? Okay, also das verstehe ich nicht so ganz, weil zum Beantworten von genau dieser Frage bist du doch hier jetzt überhaupt auf dem Hof. In Ostwestfalen wird Biobäuerin Denise immer noch von zwei starken Männern umgarnt. Zeitsoldat Sascha und Bademeister Till. Bademeister Till, wo bitte ist Till Bademeister? Im Bällebad bei Ikea. Entscheidungstag bei Denise, dabei ist es eigentlich so klar. Sie hätte einen gerne fürs Bett und den anderen gerne für den Hof. Noch strahlt unsere Denise mit den Augen eines toten Fisches. Wer, wie und was könnte besser passen, was nicht? Dann könnten wir vielleicht noch einmal hochfahren und die Hengste füttern. Till, du könntest dann vielleicht den Siloballen ausschneiden. Sascha, du fährst jetzt also gleich hier mit dem Traktor und Till, du stellst dich da einfach hin und siehst gut aus. Aber er hat eine klare Aufgabe, aufschneiden und aufreißen, das kann der Till sehr gut. Klar war ich überglücklich, ne, dass ich dann da mal stechen konnte. Billig hoch, ja, dann, 100! Ah, Till, was ist da mit der Forkenhaltung? Ist die wohl ein bisschen extravagant? Ihm steht so eine Forke auch nicht sonderlich. Ich bitte, was ist mit der Forke? Die steht nicht. Das tut mir jetzt wirklich sehr, sehr leid. Und ich, Idiot, dachte immer, es geht hier wirklich um die Liebe und nicht um irgendeine Hilfskraft auf 450-Euro-Basis. Ich schnapp mir den diesmal und wir quatschen mal so unter Weibern. Ich bin natürlich ein bisschen neugierig. Ne? Ja, klar. Obwohl ich mir ja eigentlich meiner Entscheidung sehr sicher bin, bin ich echt gespannt, wie die Jungs darauf reagieren. Bei Denise sind also offensichtlich alle Arbeiten auf dem Hof erledigt. Einer kann also gehen. Sascha ist halt einfach die bessere Arbeitskraft. Ja, und Till dann wahrscheinlich gleich so, tschüss und danke für die Follower, oder? Weil ich jetzt nicht wusste, ob es für mich ausfällt oder für Till ausfällt. Ja, Till. Ja. Bist natürlich auch vom Äußeren mein Fall, aber leider zählt ja nicht nur das Äußere. Und Sascha, ich glaube, dass du derjenige bist, der da an meine Seite gehören könnte. Somit würde ich gerne dich hier behalten
und dich leider nach Hause schickt. Okay, ich hoffe, du wirst auf diesem Wege glücklich. Ja, ich denke schon. Ja, Sascha, du bist halt einfach nicht so geil wie der andere, aber dafür fleißiger. Sie behält den Sascha. Es gibt also offensichtlich doch noch ein bisschen was zu tun auf dem Hof. Leute, macht euch um Till keine Sorgen. Die Bewerbung für die nächste Trash-Sendung ist natürlich schon lange raus. Ich finde es echt super, super, super schön. Ich finde, das passt absolut nicht zusammen. In der Vergangenheit habe ich mich des Öfteren leider für Männer entschieden, die vielleicht absolut gut ausgesehen haben, aber charakterlich halt einfach gar nicht gingen. Und vielleicht ist es besser, dass ich da einfach dann mal wieder mehr auf das Innere achte. Hat sie gerade gesagt, dass Sascha hässlich ist? Ich denke, romantischer wird's heute nicht mehr. Der Sascha, er ist einfach wirklich die allerbilligste Arbeitskraft, die Denise je in ihrem Leben gesehen hat. Denise, letzte Worte an Till. Ich wünsche dir alles Gute, dir und deinen Werbepartnern. Auf Steffi wartet bei Lutz jetzt ein nervenaufreibendes Schauspiel. Das ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja. Oh Lutz, ey, wenn das Gewicht jetzt hier falsch fällt, dann hat sie auf jeden Fall die nächsten Tage ein Dip-Ei neben sich liegen. Irgendwie hat unser Teilzeit-Schotte doch auch so ein paar von den Kugeln schon mal auf den Kopf abbekommen, oder? Bei Lutz steht eine Schönheitskur an. Tun wir mal die Kuh waschen? Sie hat auch richtig viel Spliss, die alte Kuh. Sagt er mit einer Fruchttiefsflasche direkt neben ihr, auf was soll sie sich heute noch alles einlassen? Aber nur für die Vierbeine. Ach, schade. Ich finde es einfach sexy. Oh, was hast du gemacht? Ein Herzchen. Aha, sie findet den Lutz also sexy. Und was genau raucht sie so? Ein Herz auf einer Kuh. Romantischer wird es definitiv nicht mehr. In Ostwestfalen muss sich Biobäuerin Denise so langsam entscheiden. Ich hätte mir von Till aber einiges mehr erwartet. Dass er vielleicht auch so ein bisschen mehr vielleicht mal die Nähe zu mir sucht. Ich bin auch noch einigermaßen jung und ich hoffe, da wird auch irgendwann eine Frau kommen, wo das dann auch ein bisschen besser passt, die dann vielleicht nicht unbedingt auf dem Bauernhof wohnt. Sagt Till, der sich bei Bauersuchtfrau beworben hat. Ja, such den Fehler bei dir, nicht bei mir. Wie sollte er denn bitte Nähe suchen? Er muss doch die ganze Zeit hier billige Hilfskraft spielen. So, ich wünsche euch alles Beste, dass es bei euch irgendwie klappt. Wenn ich aber ehrlich sein darf, würde ich nicht darauf wetten, dass es bei euch lange hält. Also am liebsten wäre mir da in dem Moment echt der Arsch geplatzt. Das war alles ein bisschen anstrengend, weil einfach dieser Rivalenkampf mir zum Schluss wirklich schon richtig auf den Sender ging. Drum bin ich jetzt wirklich froh, dass es nur noch einer ist. Endlich nur noch einen zum Rumscheuchen. Muss sich der Till, also Temptation Island 2021, aus dem Kalender streichen. Schade. Till ist jetzt natürlich wieder schön am Beckenrand zu finden. Schweinebauer Thomas hat aus seiner Liebespost zwei Damen ausgewählt und zu sich nach Unterfranken eingeladen. Schick schaust du aus, ey. Danke. Schön, dass du da bist. Ein Fläschchen Auszeit. Bei uns nennt man sowas K.O.-Tropfen. Was genau soll jetzt dieses Karnevalsdirndl, dieser Albtraum in Grün? Ja, da kommt sie einfach von ihrer Oktoberfestschicht direkt zu ihrem Date. Ich hätte schon gern mal geknuddelt. Ich habe da mal was vorbereitet. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Okay. Kannst du dir vorstellen, was das wird? Ich habe dir hier mal was vorbereitet und ein selbstgemaltes Bild von meinem Lieblingsplug mitgebracht. Da strahlt er natürlich. Sie haben so viele Gemeinsamkeiten. Und wenn das für dich okay ist, malen wir uns die Hände an und machen Handabdrücke drauf. Ja. So, dann nimm's mal runter, mal gucken, was passiert. Hey, der erste Flügel. Handabdrücke? Ist sie 12? Ich bin mir nicht so sicher, ob Gabi wirklich einen Mann fürs Leben sucht oder halt eine Kindergartengruppe zur Betreuung. Sehr clever von ihr, die Hand von Thomas einsauen, dann kann der zweiten Kandidatin hier nicht mehr richtig Hallo sagen. Jetzt stehen die Zeichen erstmal auf Konkurrenz. Wienerin Nicole kommt. Möchtest du dich zu uns setzen? Eigentlich hätte ich gern ein bisschen Zeit mit dir alleine. Dürfte ich mich da hinsetzen? Bin ein bisschen überrumpelt worden. Die Kandidaten kennen sich noch nicht, haben sich gerade zum ersten Mal getroffen und schon stänkern sie rum. Das ist mein RTL. Gabi wollte mit diesen Kinderfarben hier über ihr Alter hinwegtäuschen. Beim Wender klappt sowas immer direkt. Peter führt Alina durch sein Haus, in dem allerdings noch einiges zu tun ist. Es gibt leider keinen Spiegel. Wie offenbar in wirklich jedem Camp David Store auch. Also es sieht wirklich sehr süß aus, du brauchst da keinen Spiegel. Ich hätte auch gerne mal jemanden, der mich so anschaut wie sie seinen Audi. Dafür kann man die Bruchbude schon auch mal ertragen. Baustelle im Haus hin oder her. Das Kinozimmer hat der Junggeselle natürlich als erstes in Betrieb genommen. Hier können wir dann Filme gucken und ja. Das ist wirklich cool. Ja, ich würde mich freuen, wenn Alina die erste Frau ist, die mit mir dort einen
Fernsehabend verbringen würde. Fernsehabend, einen Film gucken. Hauptsache, der Darkroom ist fertig. In Unterfranken möchte Schweinebauer Thomas die Österreicherin Nicole unter vier Augen kennenlernen. Du hast französische Wurzeln? Kannst du auch Französisch? Ich wette, sie kann Französisch, aber mit der Sprache klappt das irgendwie noch nicht so richtig gut. Oui, oui, chérie. Je m'appelle Nicole. Wenn du mich nicht so überzeugt hättest in deinem Video, dann hätte ich diesen weiten Weg auch nicht auf mich genommen. Ja, aber in Wien kommt sie halt damit leider nicht ins Fernsehen. Ach so, Französisch ist wirklich eine Sprache? Für den anderen Thomas in Hessen wäre seine Hofdame Bianca notfalls auch um die halbe Welt gereist. Ah, Handschuh. Handschuh, aber das ist wie Kondom. Das ist auch scheiße. Du holst am besten einen mit Geschmack, wo du weißt, das schmeckt, hast du. Genau. Weil Sex ist immer wichtig. Es kann auch um sieben sein. Gut, dann bin ich zeitlich auch flexibel. Ich mag den Thomas ja, aber ganz ehrlich, er hatte um sieben oder wann auch immer schon genauso oft Sex, wie Annemarie Eifert Talente hat. Ja, und die, wie wir wissen, stehen eher ins Gesicht geschrieben. Genau. Rinderzüchter Patrick plant ein Badepicknick mit Julia und Sophia. Ich freue mich einfach jetzt auf den Badetag mit den Mädels. Er freut sich auf den Badetag, beziehungsweise natürlich auf die Mädchen im Bikini. Alles geht baden. Oder wie es eben auch heißt, die Hofwoche bei Patrick. Und da werde ich nochmal alles geben. Patrick, wie auffällig kann man noch gucken? Ja. Meine Erwartungen, die wurden mehr als übertroffen. Wie Nadel auf dem Oktoberfest, wenn links von ihr noch irgendwo ein Bierkrug mit Spuckschlucken rumsteht, aber rechts von ihr unter dem Tisch 10 Cent liegen. Patrick geht jetzt mit den beiden Mädels schwimmen. Till hat leider nicht die Badeaufsicht, der ist bestimmt bei Antonia. War schon richtig lustig. Ich habe dann gleich mal die Mädels ein bisschen eingesaut. Es hat sich sehr schön angefühlt. Ich habe natürlich auch gemerkt, dass Patrick die Julia ein bisschen mehr angefasst hat. Das dritte Rad am Wagen. Aber das wäre für sie doch ein ganz klarer Aufstieg. Das dritte Rad am Wagen, wer das auch nur allzu gut kennt. Rinderzüchter Patrick verbringt mit Julia und Sophia schöne Stunden am und im Bodensee. Ja, das Beste kommt halt einfach zum Schluss. Tja, sag das mal dem Patrick. Er hat ernsthaft ein Playboy-Handtuch. Hashtag Anzeige. Aber Sekunde, stand der Sekt jetzt hier die ganze Zeit ungekühlt in der Sonne? Ja, Katastrophe. Anfänger. Ja, könntest du dir vorstellen, aus dem Hotel auszuziehen und... Könntest du dir vorstellen, mich auszuziehen und... Und? Zu ihm ins Kinderzimmer? Naja, also sehr praktisch. Wenn sie das aufräumen, kann er dann in die Stadt fahren zum Tindern, weil hier auf dem Land ja einfach das Netz so schlecht ist. Finde ich, fast alles passt perfekt, meiner Meinung nach. Ich komme zu dir, Sophia. Also kuschelig hätte ich schon mal. Sekunde, er legt sich ungefragt auf ihren Schoß, ernsthaft. Billig hoch, ja, dann, 100! So eine überraschende Intimität kennen wir sonst nur von Schwiegertochter gesucht. Und da muss man ja eigentlich sagen, dass die Jungs ihre Mütter schon wesentlich länger kennen und ja sonst auch bei ihnen im Bett schlafen. Nebenerwerbsbauer Thomas ist hauptberuflich bei der Stadt angestellt und dort fürs Baggern zuständig. Ach, guck mal hier, ne, da war ja unser Zahn aus Holz. Jetzt wird Bianca endlich mal angebaggert. So, hier haben wir das gute Stück. Das sind die Hauptarbeits-Joysticks. Mhm. Hier mit dem du den Arm heben. Ja. Hier machst du auf und zu. Unter Joystick versteht sie ganz eventuell halt leider auch was anderes. Aber immer diese Prüfungen. Ganz ehrlich, wenn ich ein Date habe, frage ich doch auch nicht nach Beatas Lebenslauf. Ohne Witz, als hätte ich Dates. Aber ich würde es, glaube ich, wirklich machen. So, rechts. Jawohl. Einmal frei. Einmal frei. Einmal frei. Ist wie Ballett. Also, sagen wir es mal so. In Sachen Tempo und Geschicklichkeit könnte sie auf jeden Fall wie Thomas auch bei der Stadt anfangen. Und wie lauten Thomas' Worte direkt nach dem Einmal frei? Was macht ihr denn hier? Beziehungsweise darf ich mitmachen? Der Patrick krapscht lieber nochmal so ein bisschen rum, um seine Entscheidungen zu festigen. Jetzt würde ich auch mal gerne mit Patrick ein paar Worte reden. Julia und Patrick Arm in Arm zu sehen, war für mich kein schöner Anblick. Ich hätte am liebsten weggeschaut. Warum wärst du jetzt die Richtige für mich? Weil ich finde, dass wir einfach wirklich den gleichen Humor haben. Also, weißt du, richtig gekämpft um mich hast du halt noch nie. Eine umarmt zu wenig, die andere kämpft zu wenig. Mit anderen Worten, er will unsere Influencerin Antonia zurück. Also das war für mich wirklich wie so ein Schlag einmal ins Gesicht. Zeig jetzt auch mal, dass du mich willst. Da hatte ich dann schon auch das Gefühl, ja, es geht hier auch um was.
Ja klar, Follower auf Instagram. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass sie ihn auch fest genug umarmt, sonst wird er sie nicht wollen. Sie will jetzt aber um ihn kämpfen. Der oberste Knopf der Bluse ist jetzt also für sie tabu. Nach unserem Einzelgespräch war ich natürlich sehr verunsichert, hatte gar kein gutes Gefühl mehr. Ich würde fast wetten, dass Patricks Badehose heller leuchtet als deren Zukunft hier. Die Einzelgespräche sind rum, also die mündliche Prüfung bei Basos Frau. Da hatte ich zum ersten Mal so richtig das Gefühl, dass ich auch da umgarnt werde von den Mädels. Ich würde mir trotzdem noch ein bisschen Bedenkzeit wünschen. Ich will auch nicht, dass nachher meine Entscheidung unbegründet ist oder nachher falsch. Und kann nicht die Antonia vielleicht nochmal kommen? Dann könnte ich mich viel leichter entscheiden. Patrick nimmt natürlich die mit den meisten Followern auf Instagram. Am Abend nimmt er ihre Bikinis mit zur finalen Entscheidungsfindung. Auch Lutz und Steffi sind schon sehr vertraut miteinander. Und nach all der Arbeit auf dem Hof ist es Zeit fürs Vergnügen. Steffi im Badeanzug. Fühlst du dein Herz? Es schlägt für dich. Was will 2020 noch von uns? Inka Bause singt, es hat wirklich alles seine Grenzen. Kann Inka nicht einfach wie jeder normale Mensch, der nicht singen kann, zu Dieter Bohlen gehen? Ziemlich süß, ne? Unsere Steffi ist wirklich total verknallt. Beziehungsweise wahrscheinlich hat sie einfach einen ziemlich miesen Rentenbescheid bekommen. Zum Abschluss gibt es ein rauschendes Hoffest. Es war bis jetzt immer lustig und ich glaube, die passt genau bei uns rein. Und das könnte dein Deckel werden. Das ist ja schon mein Deckel und ich denke... Ich denke, das bleibt auch so. Ein rauschendes Hoffest oder wie es eben auch heißt, ein Superspreader-Event. Aber da sehen wir wieder die Unterschiede. Er will einen Deckel finden, Nadel will ihren immer schnellstmöglich verlieren. Könntest du noch mal ganz kurz mitkommen? Na klar. Ich hole doch noch Überraschung. Zur Abwechslung mal ein Schnaps. Ich wusste doch, dass du draufstehst. Hier wird nochmal schnell ein Schnäpschen getrunken. Dann klappt es ja auch ohne Gummi-Dingenskirchen. Möchtest du die hier anwesende Bianca heiraten? Einmal frei. Bianca ist wie mein rechter Schuh geworden für mich. Sie ist ausgeleiert und stinkt. Wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Abo mit Glocke da und gebt mir einen Daumen nach oben. Influencerin Antonia hat die Biege gemacht. Es war ein Drama ohne Ende. Klickt hier rein. Temptation Island VIP gibt alles. Oder wie würde Julia Siegel sagen? Raucherpause. Die ganze Folge verlinke ich euch wie immer in der Beschreibung. Klickt rein. Viel Spaß mit allen und bis ganz bald. Ciao.